eine Custom Shop Nocaster in dem unheimlich, also mit dem unheimlich leichten Gewicht von 2,95 Kilo. Also das ist das merkt man, gell? Das ist nix, ne. Genau. Sunburst, also richtig hartes Relic, ich würde schon eigentlich sagen, super duper Relic, also wirklich eigentlich die heftigste geredigte Gitarre, die wir eigentlich haben. Ich zeig's euch mal hinten, ja. Also ihr seht hier richtig, das ist wie wenn die Gürtelschnalle drüber gezogen worden wäre. Auf jeden Fall. Krass. Dann der Hals ist auch komplett weggenommen hier hinten, also ihr habt hier wirklich schönes Holzgefühl wieder, ist top. Dann hier unten auch, wie wenn er überall angemackt ist, also sieht wirklich so aus, als ob sie viel gespielt wurde und schon viel älter ist, logischerweise. Ja, ja, auf jeden Fall. Was sagst du zu dem Hals erstmal? Nocaster Hals? Wieder sehr dick, also ihr habt wieder diesen Baseballschläger-Feeling. Aber geil. Also man hat wirklich einen griffigen Ton dadurch, also es macht echt Spaß. Mhm. Liegt gut in der Hand, auch schnell. Also ihr könnt wirklich viel wieder damit machen. Allerdings würde ich schon sagen, ist besser, wenn man so ein bisschen in die... So Bluesrock ist geil, finde ich da letzte viel dazu ein. Country ist natürlich auch gut drin, ist ja klar, allein schon durch den Auenhals und so. Aber ich finde, für mich ist so ein bisschen Bluesrock-Teil, muss ich sagen. Das ist irgendwie geile Bluesgitarre. Also man hat irgendwie so... irgendwie richtig coolen Ton dafür, ne? Ja, ja, was gibt's denn da noch zu sagen? Wann kam die raus? 1955, die Nocaster? Ich glaube ja, 1955, ja. Kam sie auch in Sunburst raus, weißt du das? Ich denke schon, oder? Ich glaube ja. Also hier habt ihr, also in Butterscotch, ne? So kam sie normalerweise raus, aber genau, ich weiß nicht. Denkst du, sie kam in Sunburst raus? Ich glaube schon, ja. Weil die hatten ja auch die Stadt in Sunburst, also von daher wäre es logisch, weil die 54er Stadt war ja Tukala Sunburst und ja, das ist die haben im Endeffekt ähnlichen Ton. Genau, das stimmt. Ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Eigentlich nicht, also ich meine, es ist natürlich klar, ihr wisst ja, bei Fender, die Bünde sind typisch Fender, würde ich sagen, es ist nichts Besonderes. Ja, vielleicht könnte man das sagen, das ist geröstete Esche. Das könnte man noch sagen und ich glaube, ja, tatsächlich. Ja. Und deshalb haben sie wahrscheinlich auch das Gewicht erreicht von 2,95 Kilo. Das ist wirklich der letzte Tropfen Wasser da raus entzogen worden. Genau. Ja, also hammergeiles Teil, wer wirklich auf leichte Gitarren steht und auf fette Hälse, das muss man auch immer betonen natürlich. Hier habt ihr eine super coole Nocaster Custom Shop im wunderschönen Two-Tone Sunburst in einer sehr starken Relic-Ausführung. Und was ich noch sagen muss für die ganzen Gitarristen, perfekt für euch, wenn ihr wirklich sagt, ich brauche eine Gitarre, mit der ich viel spielen kann, die guten Einsatzzwecke erfüllt. Also wer halt drauf steht, wie gesagt, ob es Vintage, perfekt finde ich, weil sie einfach viel euch gibt. Also sie macht wirklich Bock beim Spielen und ihr könnt viel damit machen. Also würde ich als Bühnengitarre empfehlen, muss ich ganz klar sagen. Okay.